zumindest irgendwie so in ihren Augen. Eine alleinige Konstante. Wahrscheinlich mehr Sex als die ganzen Pärchen in meiner Clique. Waldmeister, eine, lecker. Eine alleinige Konstante. Ach. Ich bin eigentlich, ganz ehrlich, ich bin saugern Single. Das Problem ist, dass ich irgendwann mal Kinder will. Und meine kann man auch als Single auch kriegen? Kann man auch als Single kriegen? Kinder will ich kriegen. Ja, Kinder kannst du auch als Single kriegen. Du musst dich so ordentlich anstellen. Hattest du jemals das Bedürfnis, durch den Müll deines Nachbars zu stöbern? Pfui! Hey, wenn dich das glücklich macht, dann tu es wenigstens still und heimlich. Wenn dich jemand dabei beobachtet, wird diese Person echt angewidert sein und sich von dir abwenden. Außer ach, sie steht nee. Auch auf so etwas. Sie steht auf stand so da. Morgen kommen ein paar neue Zentimeter Schnee. Ob es morgen wirklich schneit? Also im Realen? Nee, morgen wird es definitiv nicht schneien, weil wir 6 Grad in Dresden haben. Das ist nicht möglich. Ich will endlich Schnee haben, damit ich richtig schöne Schneebilder machen kann, die ich bei Twitter posten kann. Ja, aus deinem Haus raus, ne? Wo du doch so eine schöne Landschaft direkt vor deinem. Hey, ich bin Haus ja wohl rausgekommen. Wenn du mal bei Twitter folgen würdest, bin ich in letzter Zeit häufiger mal unterwegs gewesen. Oh, wenn du mir mal bei Twitter folgen würdest, dann würdest du wissen, was in meinem Leben abgeht. Ja, genau. Wo Freunde Benni. Sind. Benni. Wenn, dann müsstest du bei Instagram sein. Bei Instagram gucke ich tatsächlich häufiger rein als bei Twitter. Ich habe tatsächlich kein Instagram bisher, aber ich habe mir überlegt, bevor ich jetzt mein Twitter ständig mit Bildern vollballere, habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich mir mal einen Instagram-Account mache. Mach dir mal einen Instagram-Account. Bist du denn so fame, dass sich Leute tatsächlich diese Bilder angucken? Nö, aber ich poste einfach gern Bilder in die Welt. Ich habe zum Beispiel bei Instagram von mir nie selbst Bilder reingestellt. Also von mir als Person wirst du nie Bilder sehen. Ich mach mal schöne Brustbilder von mir dann bitte. Was? Schöne Brustbilder? Ja, Brustbilder. Busenpicks. Ich werde gerade von meiner Katze geleckt. Von also, welcher? Ja. Von der im Jumpsuit oder von der anderen? Ja, wenn ich von der im Jumpsuit geleckt werden würde, hätte ich wahrscheinlich eine Muschi und seine Schi-Mail. Hey, man kann doch trotzdem geleckt werden, auch wenn man ein Mann ist. Man kann alles ablecken, wenn man Bock drauf hat. Ja, eben. Das erinnert mich jetzt wieder an diese Hartz-IV-Folge mitten im Leben, wo der Typ sich da mit Macaroni... Fest des Wintersterns hat begonnen. Scheiße. Warum? Fest des Wintersterns hat begonnen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Du musst nicht deswegen hier mit dem Schwert durch die Gegend fuchteln, weil du aufgeregt bist. Ich hab mich verklickt. Ja. Im Finger. Im Finger, so nennt man das also. Ich wollte eigentlich zum Schmied gehen, bis ich gemerkt habe, so, das Bier ist weg. Seit wann muss ich in der Lore warten, bis 3 Spieler verfügbar sind? So, machen wir jetzt wieder Gequatsche, durchgequatsche. Ja. Ja, dann machen wir mal. Genau nicht. Willkommen zum Fest des Wintersterns. Hat hier noch was? Nö. Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Schwul! Oh, Geschenke! Oder warte mal. Ich bin immer noch verärgert, dass ich beim Eisfischen nicht gewonnen habe. Pja, wenn man zu schlecht ist. Was für ein schöner Baum. Geil! Willst du die Legende des Wintersterns hören? Oh. Soll ich mal Ja drücken? Ja, natürlich. Im Nachthimmel des Winters gibt es einen hellen Stern, der nur von diesem Tal aus sichtbar ist. Keiner weiß warum, aber in alten Zeiten kamen Menschen von nah und fern, um ihn zu sehen. Sie glaubten, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück gesegnet würde. Manche behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht, bekannt als Sternenfallfrucht, irgendwie mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Guten Tag! Hast du den schon angesprochen, drüben? Den Dinos habe ich schon angesprochen, ne? Ich würde dazu stoßen, aber ich glaube nicht, dass ich willkommen bin. Armes Linus. Machst du? Okay. Howdy, Lubida! Du bist an unserem Familientisch willkommen, falls du Gesellschaft brauchst. Ja, das ist ja mein Schatz. Zeit mit der Familie zu verbringen kann auch anstrengend sein. Ich weiß nicht, ob er dir was anderes sagt, tatsächlich. Nö. Nö, okay.
Hast du den Demetrius schon? Nee, Moment. Oh, ich kann ihm sein geheimes Geschenk geben. Dieses Jahr bekomme ich vermutlich wieder einen Werkzeugkasten. Ah. Hast du ihn oder ich? Du? Können wir die Geschenke jetzt auspacken? Dem habe ich noch nie was geschenkt, was er mag. Bin einfach so doof. Ich bin dankbar für meine Gitarre und mein Skateboard. Oh, und meine Familie oder so. Nice und so. Es ist wirklich keine gute Jahreszeit für eine Diät. Oh, hallo. Ach du meine Güte, ist dir nicht kalt? Wir haben Minusgrade. Ein Festessen für irgendeinen dummen Stern? Blödsinn! Willst du die schon ansprechen? Weil ich glaube, Felix steht da wie, als ob er so ein NPC wäre. Ja, ich habe mich gefragt, wann ich mich vielleicht mal anspreche. Hätte ich dann gesagt so, ich hasse Weihnachten oder Last Christmas. But the very next day, you gave it away. Ich hoffe, es war eine neue Kamera für mich unter dem Seelenbaum. Ja. Lumida, was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Eine neue Gießkanne, einen Krug voll würzigem Met, ein paar stylische Stiefel. Oh, ich glaube, ich nehme die Stiefel. Ah, okay, das wäre ein großartiges Geschenk. Soll ich die auch noch fragen? Ja, machst du das Gleiche? Nö, ich nehme die Gießkanne. Und? Denkst du nur ans Arbeiten und nie ans Vergnügen? Klingt nicht besonders lustig. Götz hat mir gerade etwas von seinen handgemachten Zuckerstangen erzählt. Oh. Es ist eine feine... Er hatte wohl etwas zu viel vom Zimt-Eier-Flip. Es ist eine feine Kunst, die Herstellung von Zuckerstangen. Du musst wirklich überall nach den besten Zutaten Ausschau halten. Und die bekommt man heutzutage nicht so einfach. Aha, hallo Ben, es ist schon ziemlich kühl, was? Er redet übrigens noch weiter. Ah. Oh, und noch weiter. Bei mir nicht. Noch weiter. Ja, weil ich gerade mit ihm geredet habe. Ich benutze normalerweise Ringfrüchte von der Farninsel für meine Premium-Stangen, weißt du? Du kannst diese hellrote Farbe einfach nicht toppen und es ist alles natürlich. Oh, willst du das Geheimnis hinter meinen Deluxe-Doppelstangen erfahren? Okay, aber du musst mir versprechen, es absolut geheim zu halten. Es ist ein Tropfen Vanille im weißen Teil, der den Kirschgeschmack ergänzt. Es hat fast so eine ASMR-Wirkung, wenn du flüsterst. Ja, ich weiß. All diese glücklichen Familien, aber für mich ist es nur ein weiteres einsames Jahr. Was, der redet noch weiter? Ja. Klar, Pfefferminz ist der Standard und davon mache ich auch eine Menge. Du siehst so aus, als würdest du fast einschlafen. Alles in Ordnung? Alter, wie viele Laber, der Typ. Shane sein geheimes Geschenk geben. Nee, Moment noch nicht. Das mache ich dann später, wenn wir dann alle soweit sind. Ich sag mal Shane. Oh, jetzt habe ich ihn weggeklickt schon. Verdammt. Ich bin dankbar dafür, dass es dieses Jahr keine medizinischen Notfälle gab. Das war leicht, ihn glücklich zu machen, ey. Oh, ich habe zu viel Eierflip getrunken. Meine Verkaufszahlen in letzter Zeit phänomenal. Alles dank dem Fest des Wintersterns. Es gibt doch nichts über ein ordentlich heißes Fest mal an einem kalten Wintertag, oder? Ich war auch nicht ganz fertig. Oh, Feiertage sind gut fürs Geschäft. Ich frage mich, ob ich ein paar neue erfinden könnte. Hm. Ja. So, sind wir durch, oder? Ich denke. Dass es noch irgendwo jemanden irgendwanns abseits gibt. Ich gehe mal kurz gucken. Ich gehe auch kurz gucken. Ich habe Kane gefunden. Rechts vom Laden ist noch der Landstreicher. Den hatten wir schon. Irgendwo rum, ne? Den Landstreicher hatten wir. Den Linus. Ah, guck mal, da ist der richtige Landstreicher hier. Rennt hier durch die Gegend. Okay, liebe doch am Hut. Dann gebe ich jetzt Demetrius mal sein Geschenk. Ja, und ich gebe hier Dingensbummens sein Geschenk, Shane.
Yep, geheimes Geschenk geben. Oh, du bist es also. Oh, Paprika Popper, danke. Hä, wo ist mein Geschenk hin? Ich hatte doch schon eins ausgewählt. Naja. Bei mir haben wir jetzt eine Zwischensequenz. Also? Oh, Violetta Pilz, danke. Oh, jetzt habe ich auch eine Zwischensequenz. Auch mit Evelyn? Hä, wie? Nee, achso, wir kriegen jetzt unser Geschenk. Ja. Ich hab's mit Gas. Ich lese mal kurz meins vor, ja? Oder machen wir das jetzt getrennt voneinander? Ich mute euch einfach mal. Okay. Hey Ben, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Hier, pack es aus. Kekse! Schon wieder. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Ja, ist schon ganz okay. Kekse sind immer gut. Seid ihr fertig? Ich bin fertig. Ich bin nie fertig. Was habt ihr gekriegt? Ich habe bisher noch nichts gekriegt. Ich habe ja, ich dachte, ich hatte eine gefrorene Träne mitgenommen. Hab's aber nicht. Ich habe dem Sebastian jetzt eine Bombe geschenkt. Wow. Richtig schön. Und hat er sich gefreut? Oh, Bombe. Danke. So höflich ist mein Schatz, ja. Ich habe erstmal einen Screenshot gemacht. Was hast du gekriegt, Ben? Ja, bei mir kannst du nicht erraten, was ich gekriegt habe, weil das habe ich schon häufig bekommen in dem Let's Play. Echt? Ja. Schokoladenkuchen? Nee, aber es geht in die richtige Richtung. Hm? Kekse? Ja, Kekse. Ach, wie süß. Ich habe ganze, finde ich, ich weiß nicht ganz, ob ich mich drüber freuen soll, weil es ist schon so ein bisschen sneaky. Ich habe vom Gast im Schmied habe ich 5 Geoden bekommen, wo ich ja jetzt jeweils 25 bezahlen muss, um sie aufzubrechen. Also vom Gast im Schmied? Ja, vom Schmied hat sie Geoden bekommen, die sie jetzt aber bei ihm aufbrechen muss. Die ich bei ihm aufbrechen lassen darf für 25 Gold. Aber Gas ist doch der Wirt. Schon, du hast recht, aber es ist auf jeden Fall der Schmied. Wie heißt denn der Schmied? Keine Ahnung, aber ich habe gerade von Gas einen Kürbiskuchen nämlich bekommen, deswegen. Ach, wie nice. Aber wie heißt denn der Schmied? Ich guck gerade nach Clint. Clint von Clint, Entschuldigung, nicht von Gas. Okay, ich glaube, dann sind wir hier fertig, oder? Jo, ich denke schon. Können wir dann einfach wieder rausgehen, oder? Das heißt, er hat jetzt einfach mal, dadurch, dass er mir die geschenkt hat, 125 verdient. Ist richtig gut. So verschenke ich in Zukunft auch immer Sachen. Nur Sachen verschenken, die man, wo man zu dir kommen muss, um die dann einzulösen. Na, irgendwie Geld, ich verschenke gut, keine Ahnung, Gutscheine für meinen eigenen Shop oder irgend so ein Käse. Ja. Also so 10 Euro Gutscheine und alles kostet aber 20. Kannst die Geoden einfach eigentlich gleich hier reinhauen, dann kann ich die nämlich aufbrechen und dir sagen, was drin war, weil ich habe 6 Geoden und... Nein, das war mein Geschenk, ich bring die morgen weg. Ja, dann halt du... Melonengelee. Aber dann sag nur an, was drin war in deinem Geschenk. Vielleicht ist es ja was Besonderes. Das sind ja wertvoller als andere Geoden. Vielleicht eine prismatische Scheibe. Wahrscheinlich ist so 5-mal Kohle drin oder so. Ja, oder eine prismatische Scheibe. Dann könntest du die nämlich ins Museum bringen und ich könnte mit der prismatischen Scheibe mit Benny in die Wüste gehen. Ach, in der Wüste muss also wieder was mit der machen. Gut zu wissen. Das weiß ich im Übrigen auch noch nicht. Dann würde ich nämlich gerne mitkommen. Letztens hast du ja noch gesagt, wo ich das verraten hatte, dass du dich daran immer erinnern wirst. Und jetzt hast du gesagt, dass man da irgendwas in der Wüste machen muss. Als ob ich mich an sowas immer erinnern würde, das war natürlich ein dummer Spruch. Du hast gesagt, dass dir das jetzt immer nachhängen wird und dass du jetzt immer weißt, was damit passiert. Ey, ich habe schon ganz viel in meinem Leben gesagt, was ich nicht mehr weiß. Du hast dich vor allem fies echauffiert gehabt. Ja. Da ging es eher ums Prinzip, da ging es nie um die spezielle Situation, das hast du noch nicht verstanden. Du hast gesagt, du willst nie wieder mit uns zocken, wir sind Pack. Stimmt. Auch ein schönes Wort, Viech. Gut, danke für die Erinnerung. Hiermit verabschiede ich mich aus dem Let's Play. Verzieh dich. Nein. Aber sie trauen mir nicht zu, dass ich das machen würde, ne? Nein. Übrigens, guckt links unten. Was, links unten? Du meinst rechts oben? Ne, links unten gab es gerade eine Einblendung. Es wird spät, glaube ich. War da die Einblendung, oder? Ja. Oder war das die Einblendung, dass Ben aus dem Stream abgehauen ist? Nein, Benny ist im Haus. Ich glaube nie, dass du eine Einblendung kriegst, dass ich aus deinem Stream abhaue. Doch, da geht dann, das geht, zumindest, dass du das Spiel verlässt. Ja, aber nicht, dass du aus deinem Stream abhaue. Weil ich bin ja gar nicht in deinem Stream drin. Also zumindest nicht direkt. Mir lag's auf der Zunge, du bist ja eh nicht immer im Stream, aber... Was nicht ist, kann nicht werden. Soll ich mal in deinen Stream kommen, Dumi? Komm. Damit du abhauen kannst, ich habe ja eh keine Zuschauer. Du darfst gerne ein bisschen bei mir lurken und meine schlechte Bilanz pushen.
Eigentlich müsste ich zwei Tabs öffnen, immer bei Benny reingehen, immer bei Lumi reingehen, bloß damit ein Zuschauer. Wir können einfach mal wirklich unsere Multi-Twitch-Dingens machen. Habe ich noch ein Multi-Ding? Ich glaube, ich habe mein Multi deaktiviert. Was? Multi? Multi-Twitch, damit man bei uns beiden jemand, da kannst du parallel bei beiden zuschauen. Wir müssten erstmal jemand zeigen, wie man überhaupt streamt. Ich bin dafür, glaube ich, viel zu tun. Du sollst ja auch nie streamen, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass Multi mal angemacht wird. Und da habe ich sogar den richtigen eingetragen. Ha! Hier, also falls du noch jemand bei mir zuschaut, guckt mal bei uns beiden rein über Multi-Twitch. Das ist, glaube ich, besser. Ja, aber mich würde es echt mal interessieren, wie man streamt, mit welchem Programm. Kann ich dir mal, können wir mal mit irgendwie am Wochenende oder so durchgehen von mir aus. Dann kann ich dir das mal erklären. Die Frage ist allerdings, wie gut dein Internet im Upload ist. Das ist so die Hauptfrage. Kann ich dir heute Abend dann beantworten. Davon hängt ab, ob es überhaupt sich lohnt, bei dir das einzurichten oder nicht. Einen weißen Thun braucht der Gast. Wir haben, glaube ich, keinen weißen Thun. Ich habe es einfach mal angenommen und scheiß drauf. Also zumindest weiß ich nicht, ob er da... Mag der Sebastian eigentlich noch irgendwas anderes außer gefrorene Tränen? Vielleicht muss ich das Geschenk mal abwechseln. Nautilus-Muscheln habe ich noch. Hier, doch, wir haben noch einen weißen Ton. Hier drüben ist noch einer in der zweiten Truhe. Coming. Aber die Quest habe ich jetzt auch. Ich bin auch ein bisschen doof. Ja, dann nimm ihn doch. Dann lasse ich ihn dir drin. Fischeintopf machen, aber da brauche ich einen weißen Ton. Hol den dir. Du hast gefragt, Lumi, und ich antworte. Obsidian? Kürbissuppe? Da habe ich eine bekommen, die kannst du bei mir aus haben. Sashimi und Schattenei. Schattenei ist relativ Sashimi schwer. Sashimi kann ich, glaube ich, herstellen. Nee, aber Lumi, du bist. Kriegen wir mit Dings. Lumi, wo bist du denn gerade hingelaufen? Sashimi kann ich machen. Komm mal her. Okay, dann nehme ich eine Kürbissuppe. Sashimi können wir herstellen, wollte ich auch gerade sagen. Das kriegen wir hin. Oh, Lumi hat mich lieb. Yay. Ich hatte die Kürbissuppe lieb, nicht dich. Da besteht ein Unterschied. Also, ich finde ja schon, dass du den Geber lieb hast, ja? Das ist wichtig. Der Geber ist mir doch scheißegal, das Geschenk. Nein. Du magst den Geber, weil du das Geschenk toll findest. Das ist wichtig. Wollen wir dann in die Wüste gehen? Lumi kriegt ihr Schwert und alle sind glücklich. Ich hätte gern Goldborn über den Kamin hängen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, Jodi. Ich will nicht, dass du mit dem blöden Schad. Ich will, dass du dir abgibst bei einem Archäologen. Bei dem Archäologen. Dann hol mal halt nochmal Goldborn für Jodi. Jodi, Jodi, Dada, Jodi, Lulu, Lula. Sag doch, Jodi, Jodi, hey, Jodi, 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 ho. Ach, Sebastian schläft noch, warte mal, den können wir noch wecken. Der schläft doch bis um 12. Hallo, Schatz, es gibt Kürbissuppe zum Frühstück. Ekelhaft. So wie jemand, ernsthaft, wenn jemand in mein Zimmer kommt und sagt, Schatz, es gibt Kürbissuppe zum Frühstück, würde ich aber hochkant rauswerfen. Du hast mir keine Kürbissuppe gegeben. Nein, Benni, ich würde denjenigen die Kürbissuppe mit einem Trichter einflößen. Du hast mir einen Kürbiskuchen gegeben, geschweige denn. Ich habe Kürbissuppe gelesen. Ich mag auch Kürbiskuchen. Komm, er kriegt jetzt mal Kürbiskuchen. Ich kann ihm nicht keine Kürbiskuchen geben, weil ich ihm schon zwei Geschenke gegeben habe. Also mit Kürbiskuchen geweckt zu werden, ist schon geil. Also okay, ich weiß nicht, wie Kürbiskuchen schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Aber Kürbissuppe hätte ich halt eiskalt dir über den Latz gekippt, glaube ich. Nee, also mit so wenn so Kürbis. Oh, geil. Aber doch nicht. Viel besser als Sex, als mit sowas geweckt zu werden. So, ich habe die prismatische Scheibe jetzt abgegeben. Dankeschön. Ja, brav. Dann werden wir halt nie wieder eine finden. Ich habe letztens echt 2,5 Jahre gespielt, also im Spiel, bis ich so eine prismatische Scheibe mal gefunden habe. Das ist echt schon erstaunlich, dass wir hier im ersten Jahr eine gefunden haben. Oh, ich habe eine Zwischensequenz mit. Wir haben eine Zwischensequenz, ich mute mich, sorry. Jo, mute dich. Oh, Ben, Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jam-Session. Wir wollen eine Band gründen, wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Hey Ben, was für Musik gefällt dir so? Fröhliche Popmusik, experimentelle Noise, Rock, energiegeladene Tanzmusik, typische Country-Musik. Energiegeladene Tanzmusik würde ich tatsächlich machen. Hey, weißt du was? Das ist genau der Typ, den ich nachgedacht habe. Für die Band.
Was sagst du, Sebastian? Sollten wir das machen? Dem fehlt ein halber Kopf. Okay. Danke für deine Hilfe, Ben. Mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthesizer-Begabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Der vierten Geode ist ein Stein, den wir ganz oft bekommen. So, da bin ich wieder. Da ist ein Artefakt, das wir auch schon haben. Hätte nichts Besonderes. Ich hatte gerade die Jam-Session-Zwischensequenz. Ach okay. Ja, nice. Lumi. Sebastian mag auch. Noch eine Zwischensequenz. Was? Wer pennt denn da? Emily pennt da. Die träumt? Bist auch im Multidark Seli. Alles klar, das freut mich. Was träumt die denn? Was zur Hölle? Muy va? Muy va? Ah! Warum bist du hier? Das erinnert mich an etwas. Selbst das kleinste, gewöhnlichste, simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Es ist ein Zeichen. What? Ich verstehe die Sequenz nicht. Die sind jetzt alle weg, weil du da bist, Valvo. Ich verstehe die Zwischensequenz nicht. Was hast du denn jetzt gehabt für eine? Ich habe die Emily-Sequenz, wo sie irgendwie träumt und auf irgendwelchen Wolkeninseln ist, aber die ist, glaube ich, noch gar nicht ganz zu Ende, weil hier kommt gerade noch Ben hat etwas Besonderes. Unsere Schicksale werden sich kreuzen. Ja, das hatte ich auch. Ist aber nichts passiert danach. Heißt nur, sie mag dich irgendwie. Aber sie mag einen generell. Du bist Hayley. Hallo, hast du einen Pony auf deinem Zuschauer an dich. Hat Gruß von einem Zuschauer an mich. Hallo Ben, wenn das Ben ist. Ja, es ist Ben. Er ist wieder da. Felix ist jetzt ein Rauchen. Also Grüße von Valvo und Zuschauer. Achso, Grüße zurück. Hallihallo, Zuschauer Valvo. Und Mitspieler. Valvo und Ben, euch wollte ich ja eigentlich eh mal zusammenbringen. Valvo, hört ihr mal den Ben an. Hallo Valvo, wie geht's denn so, mein lieber kleiner Schnuggiputz? Wir sollen zusammengebracht werden, habe ich gehört. Ja, weil wir beide so ziemlich die Menschen seid, die am meisten feiern, wenn man Spiele spielt, wo man sich gegenseitig umbringen kann. Und mit dir habe ich ja super gern, mit dem Valvo habe ich Magica 2 gespielt und Trine. Und mit dir habe ich ja Battleblocks. Wollten wir mit Valvo Trine 2 spielen? Nee, mit Valvo wollten wir nicht, wir wollten mit einem Freund von Valvo Trine 2 spielen, aber wir sollten mit Valvo mal irgendwas spielen, wo man sich gegenseitig umbringen kann, weil ihr ergänzt euch da perfekt. Ich werde leiden und ihr beide werdet sehr viel Spaß haben. Ja, wir werden nur sterben. Aber ich finde das nur lustig, wenn ich andere Leute umbringe. Wenn ich selber sterbe, finde ich das nicht lustig. Ja, er bringt dann dich um und du bringst ihn um und ihr beide bringt mich um und ich leide halt. Irgendwie so. Ich glaube, er wird uns wahrscheinlich ziemlich schnell darauf einigen, nur noch dich zu töten. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist von dir. Ja, er schreibt auch gerade sicher, dass du das willst, Lumi. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Aber ich irgendwie stelle ich es mir witzig vor, weil ihr so ein bisschen so ich glaube, ihr harmoniert Goldbahn. Da ganz gut. Genau, habe ich jetzt zweimal hintereinander eine Hühnerstatue gefunden? Ich hätte mit Zahlen versprungen. Du magst einen schönen Hühner. Achso, bei Gas muss ich noch den weißen Thun abgeben. Sehr schön. Achso, der Clint hat heute Geburtstag, falls du ihm noch was schicken willst. Habe ich vorhin zufällig rausgefunden. Weil ich was steht das nicht im Kalender? Natürlich steht es am Kalender, aber ich habe es halt nicht gesehen. Schnüff, schnüff, was ist das? Irgendwas riecht nach weißem Thun. Aha, du hast ihn mir gebracht. Tausend Dank. Ich habe keine Ahnung, was kann ich dir noch schenken? Meine Zeit habe ich noch was zu holen, aber der mag ja Erze nicht. Was zu essen?
Muss irgendwas, also ich habe ihm eine Marmelade geschenkt. Das habe ich auch gerade vor. Wo ist er denn? Der ist doch immer saufen um die Uhrzeit. Ja, aber hier ist er nicht. Ja. Hier, ist nur, dein, hier ist nur dein Schätzelein. Also ich sehe nur dein Schätzelein. Und zwei Leute hier tanzen und den Angler und den Ladenbesitzer und... Wie kriege ich denn möglichst schnell möglichst viel Geld? Wo ist denn Clint? Wie, ich habe mich beim Streamtitel verschrieben. Ach, Lumi, nicht mehr schreiben kannst du heute. Nee, was ist denn heute los bei dir? Ich habe ein Bier getrunken. Nicht aber erst nach dem Schreiben. Ach, der Call ist noch im Weg hierher. Okay. Hier, Clint. Und das Bier war auch nur 0,3er, also irgendwie... Okay, irgendwas habe ich hier zu schnell gedrückt. Schade. Irgendwie läuft es halt bei dir nicht. Kira, wollte ich gerade sagen, Lumi. Ja, genau. Was habe ich denn da geschrieben? Bei mir steht immer noch Magic, super. Ich bin dafür, wir nennen Lumi einfach Kira ab sofort. bei mir steht immer noch Magic, Valvo. Warum auch immer. Ein Hoppelhäschen. Hoppelhäschen, komm raus, ich will dir spielen. Der Kapitän befiehlt, Hoppelhäschen, komm raus. Manno. Alter. Hoppelhäschen, Alter. Hör nicht auf Kapitäne. Alter. Nee, Junge. Alter. Doch, da jetzt steht Stardew Valley. Ackern auf dem Acker. Wo hab ich mich da verschrieben? Stardew Valley. Wahrscheinlich, also dachte er, du willst aufm schreiben und nicht ufen. Ufen ist schon gewollt, das ist Dialekt. Ich hab ich auch schon so mitgekriegt, aber vielleicht dachte er, dass du... Ja, er meint ufen ist falsch. Nein, ufen ist richtig. Ackern ufm Acker. Das ist, was ist denn das? Badisch, bayerisch? Irgendwie so ein Scheiß. Schwäbisch. Schwäbisch. Das wäre jetzt mal ufen. Hast du dich um die Tiere gekümmert? Ufen. Wie auf dem Acker. Lumi? Kannst du ufen. Was? Hast du dich um Tiere gekümmert? Wahrscheinlich schon. Was heißt denn wahrscheinlich? Das hat eine Wahrscheinlichkeit von ca. 60%. Boah, das ist gerade ein bisschen mehr als ein Coinflip. Du gehst mir so hart auf den Keks. Du hast dich nicht um die Tiere gekümmert. Und habe ich mich um die Tiere gekümmert? Weiß ich nicht, die pennen. Sind noch Eier da? Einen Tag werden sie mal bin ich nicht gewesen. Ohne Hilfe überleben, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich drum gekümmert habe, aber es macht einfach zu viel Spaß, um Ben damit zu ärgern. Es sind noch Eier da, du hast dich nicht drum gekümmert. Ernsthaft, sind noch Eier da? Ja. Lumi. Nein. Doch. Echt? Ja, ich habe noch 3 Eier gerade mitnehmen können. Verarsch mich nicht. Ich hab, soll ich dir die 3 Eier geben, wenn ich hier unten rauskomme? Hier, ja, ich hab sie auf dem Kopf. Du kannst Lumi auch deine 2 Eier Süßkartoffel geben. Echt? Oh mein Gott, du hast Eier. Aber wir können sie trotzdem noch melken. Auch oh mein Gott, du hast Eier. Ich hab ziemlich dicke Eier sogar, ja. Ich will gar nicht wissen, nichts über deine Konsistenz von deinen Eiern wissen. Tomatensaft. Valvo, du bist so fies. Ja, du passt perfekt zu Ben, das ist echt gut. Wieso ist Valvo fies? Er schreibt, Zitat, wahrscheinlich schon und dann Punkt, Todzeit einer Woche. Tja, ich habe ja auch gesagt, damit, wo du sagst 60% und mir relativ klar, dass du dich nicht drum gekümmert hast. Ey, guck mal, ich konnte sie jetzt noch gerade knuddeln. Ich hab sie geknuddelt und sie haben sich gefreut. Bei mir hieß es, sie schlafen. Nö, meine Tiere sind nachtaktiv, genauso wie ich. Die haben sich daran gewöhnt, dass ich spät abends komme. Kann ich die Sternfrucht auch verarbeiten? Sollte ich das? Nein. Lumi, es reicht vollkommen, wenn du erscheinst. Der Schief versucht zu schlafen, aber dieses erste Hühnchen wollte noch geknuddelt werden gerade. Nee, Hühnchen habe ich nicht versucht zu knuddeln, ich habe versucht, die Schafe zu knuddeln. Tote Tiere kann man auch knuddeln, weil ich weiß ja nicht, was du knuddelst, aber ich knuddel keine toten Tiere. Für alle Lumi merkt nicht, wenn die Tiere tot sind. Die knuddelt die einfach trotzdem und denkt, die leben, weil sie sich bewegen. Vielleicht ist Lumi ja Nekrophil, für alle Nekrophilen heißt es. Sie bewegen, oh, bist du ekelhaft, ey. Lumi. Ja, nein, ich habe das gehört und ignoriert, du brauchst nicht weiter. Ja, sie bewegen sich, weil du sie knuddelst. Für alle Nekrophilen heißt es, erst buddeln, dann knuddeln. Moment, das mal zu beenden. Was? Erst buddeln, dann knuddeln? Ja, erst buddeln, dann knuddeln. Für alle Nekrophilen. Ach so. Felix. Ja, was denn? Was gab es bei euch eigentlich gestern zu essen zum Feiertag? Also zumindest bei Felix war ja Feiertag, bei Lumi ja nicht. Feiertag? Ja, bei uns war gestern Feiertag. Bei mir gab es Schnitte. Ich war auf Arbeit. Gruß- und Bettag. Ach so, du hast ja Schichtdienst. Never mind. Kein Mensch feiert den Gruß- und Bettag. Doch, Sachsen. Bayern auch wahrscheinlich. Bayern, nee, das ist exklusiv Sachsen tatsächlich in Ausnahmeweise. Ja. Benni, pass auf die Uhr auf. Oh. Bist du nett, ihn noch zu warnen? Ich hätte ihn jetzt eiskalt draußen schlafen lassen.
Ach, ich komme mal hier zum Teddybärchen schlafen. Hallo, gehörst du auf, in mein Bett zu gehen? Aber geh wenigstens, ja, geh auf die andere Seite. Ha! Wollte ich ja. Kurz vorher eingepennt, hä? An der Bettkante mit dem Kopf eingeschlafen. Der Ben schläft heute zu meinen Füßen auf dem Boden. Aber auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite von deinem Bett. Dann kann er ja. Auf dem Boden zu meinen Füßen.